the power of the dark side. Wenn Gegner weiß sind, hat das jemand anderes gepult und zählt nicht für uns als EP. Richtig. Warte, 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 bis alle drin sind. Jo, jo. Alle da. Nein. In die Schlacht da draußen. Ja, das ist halt voll von meinem Beruf. Autorisierung, Autorisierung, Identifizierung nicht möglich. Stehen bleiben! Stehen bleiben! Was geschieht hier? Kommt ihr von Lord Gratan? Seid ihr ein Eindringling? Identifizierung nicht möglich. Ich suche die Leute, die Gratan entführt hat. Ich bin ein Soldat. Ich bin... System kann nicht. Stopp. Neuzuweisung der Prioritäten! Ich bin Fenrich Tolvashan, Imperiale Militärdienst Nummer 218A697. Bitte, schickt euch die Herzogin. Bitte helft mir. Euer Captain schickt mich, um euch und die anderen zu befreien. Wir haben versagt. Wir konnten uns nicht verteidigen. Gratans Leute nahmen uns gefangen. Für Experimente. Die Wissenschaftler bohrten unsere Köpfe auf und steckten uns in Droiden. Identifizierung, Modell OHK-99. Sie programmieren uns für fortschrittliche Intelligenz. Verbesserte Kampftaktiken. Meine Leiche liegt dort drüben. Ich kann sie sehen. Diese verrückte Wissenschaft ist nichts verglichen mit der Macht. Dann zerstört sie! Zerstört diese Technologie. Ich bin der Letzte. Die anderen wurden umgerüstet. Sie können nicht reden, nicht ungehorsam sein. Aber sie denken, sie fühlen. Bitte hört zu. Ihr könnt uns abschalten. Sendet den Abschaltcode von der zentralen Steuerungskonsole. Bitte, ihr könnt dem ein Ende machen. Benutzt die Steuerungskonsole. Ich kann nicht mitkommen. Motor und Kampfsysteme außer Funktion. Macht, dass die Schmerzen aufhören! Die sind Jäger und haben Menschen in Maschine, also Seele, eingesperrt. Total abgehoben. Wir müssen hier den Aufzug nehmen. Na, jetzt sind wir weg. Ja.
Das muss wieder jeder machen und dann stehen bleiben. Foxy noch? Ihn abschalten oder zum Imperium schicken? Was du bist. Nein! Was ist? Nix. Es waren alle zu gut. Langweilig. Warte, war's das schon wieder? Potenziell Druideneinheiten verschwendet. Du hast doch selber gedrückt, Druiden abschalten. Überlebt mal. Herr Imperator hat doch selbst die gute Auswahl getroffen. Ich hab gedacht, das wäre die böse, dieses Abschalten und dieses Zurückschicken, wenn das nach Hause schicken, aber irgendwie. War es umgekehrt? Nee. In dem Fall war es umgekehrt, weil er wollte ja, dass sie abgeschaltet werden. Und du hilfst denen, indem du es abschaltest. Deswegen ist das das Gute. Und zu sagen, nö, ist mir egal, ich will, dass ihr trotzdem weiterkämpft, weil ihr seid Material, das man verwenden kann, ist in dem Fall böser. Dann hat das Ding nur Glück gehabt, dass ich nicht richtig zugehört habe eben. Oh, was machst du? So leid, was für ein Mann. Ich muss nicht Blümchen am Wegesrand sammeln, ich muss mich immer durchkämpfen zu meinem Blünder. Weißt du, wie viele Blumen ich liegen gelassen habe, weil ich dafür quer durch die Pampa laufen musste? Das braucht zu lange. Ich will wieder Instanz, das war anspruchsvoller. Wir können auch nur über Instanzen leveln. Die sterben so schnell. Ja, ne, da ist ja nichts storymäßig, das ist ja nur klatsch. Das ist jetzt die Klassenphase von uns. Ja, schön. Besser muss für jeder einzeln rein. Ja. Ja. Und wahrscheinlich. Hä? Okay. Bitte sagt mir, dass Lord Sesh euch geschickt hat. Ich halte es hier nicht mehr dieses aus. Dieses Tor öffnen ich irgendwie mit Spalten? Ja. Was ist, wenn ich es nicht öffnen will? Weil es böse aussieht? Seid ihr Gratans gefangener Cyborg-Experte? Ja. Das bin ich. Und ich habe, was ihr braucht. So wie Lord Sesh es bestellt hat. Meine bislang beste Arbeit. Obwohl ich noch keine Ahnung habe, wozu man sie wohl nutzen könnte. Gibt es einen Grund für diese Behauptung? Der Neutralisator beeinflusst das Cyber-Neuralzentrum, sodass es Impulse aussendet und schnell überlädt. Eine bahnbrechende Technologie und bahnbrechend teuer. Bei Druiden wirkt sie Wunder, aber das Gerät kann nur einmal verwendet werden und ist zu teuer für die Massenproduktion. Ist mir egal, wie es funktioniert. Her damit. Ich sage es euch nur ungern, aber die Sache ist nicht so einfach. Lord Sesh will diese Waffe gegen Cyborgs einsetzen, aber die meisten Cyborgs sind nur zu 10% Maschine. Das Opfer müsste zumindest 50% Maschine sein, damit der Neutralisator echten Schaden anrichten kann. Danke für die Warnung. Ihr könnt ihn haben, wenn ihr wollt. Es ist nur ein Prototyp, aber einem einzelnen Droiden solltet ihr damit schwer zusetzen können. Ihr findet ihn im Labor. Gratan gewährt mir jedoch keinen Zugang zu den nötigen Energiezellen. Ihr müsst sie seinen Droiden entwenden. Sagt niemandem auch nur ein einziges Wort darüber. Dank.
Da drüben ist deine Klassenmission. Bin viel zu nett. Okay, wenn ich mit dem Typen gesprochen habe, dann ist nichts mehr drin. Wieder raus. Ja, und hier draußen ist noch ein paar Druiden töten. Okay, ich dachte, hier wäre irgendwas, was ich noch anklicken muss. Sammler Energie. Ihr müsst der Agent sein, den Lord Barras schickt. Ich dachte, es käme ein leiser Attentäter, nicht so ein wildes Ungetüm. Passt auf, wen ihr hier... Brauchst du oben Hilfe bei deiner Quest? Ihr redet hier nicht mit einem von Barras imperialen Handlangern. Ich werde Lord Barras noch lange dienen, nachdem er euer überdrüssig geworden ist. Hier unten noch Druiden? Da hinten, ne? Das glaube ich kaum. Wir haben etwas zu erledigen. Der ganze Komplex ist in Aufruhr. Leg mich jetzt mit drei an. Sollten wir also aufheben. Gucken, ob ich überlebe. Lord Gratan ist ein abtrünniger Sith, der dem Rat der Sith offen traut. Ich muss halt gucken, wann ihr die drei Energiezellen habt. Unantastbar. Lord Barras will, dass Gratan erkennt, dass er doch nicht unantastbar ist. Bis jetzt habe ich eine. Ich habe mich ein Jahr lang verstellt und so endlich den Weg gefunden. Lord Gratan hat einen Sohn. Was hat denn das damit zu tun? Hier unten sind noch zwei. Er hielt die Existenz seines Sohnes geheim, um ihn vor seinen Feinden zu beschützen. Gratan wäre verzweifelt, wenn sein einziges Kind und sein Erbe sterben würde. Es wäre eine Botschaft. Gut, also wo ist er? Ich will gern der Bote sein. Dann wieder rein zu dir, mit der Gewöhne das elektrische Feld. Gratans Junge ist fast 20 und die Macht ist stark in ihm. Die Wege der Sith wieder raus. Ihr werdet es nicht leicht haben. Alter, was war denn das? Meine Hände werden von seinem Blut befleckt sein. Was für eine vulgäre Person ihr doch seid. Gratan ist geschäftlich unterwegs. Ich habe einen Datenstift gehackt, sodass ihr in seine Privatgemächer könnt. Doch zuerst müsst ihr Gratans Überwachungsstationen ausschalten, damit man euch nicht sieht. Das klingt einfach. Wir wollen euch ja nichts allzu Schweres zumuten. Ihr müsst die Überwachungsstationen der Anlage finden und nun euer Lichtschwert hineinstecken. Denkt ihr, dass ihr das hinbekommen werdet? Hört auf mich. Braucht der Imperator Hilfe bei seiner Quest? Ist es denn so leicht, euch zu ärgern? Das ist alles. Zerstört die Überwachungsstation und verschafft euch mit der Passierkarte Zugang zu Gratans Gemächern. Der Junge heißt Beelzlit. Findet ihn und macht kurzen Prozess mit ihm. Dann kommt hierher. Versucht es nicht zu vermasseln. Oh, das ist auch zu. Die Einstellung gefällt mir. Mit uns legt sich besser niemand an. Das ist jetzt, weil das ist rot. Oben drüber. Moment, wir müssen doch die... das Feld deaktivieren. Kannst du denn irgendwas anklicken da? War das doch unten was zum Anklicken? Hier kann man nur reinrennen, ne?
Ah, das ist Imperators Quest. Ja. Unsere ist. Wir müssen weiter. Wo seid denn ihr jetzt hingerannt? Zu dem Gang, wo Imbi auch hinrennt. Aber der Imbi rennt oben. An seiner Quest vorbei, weil er muss einmal nach oben. Oder er muss auch erst was anderes drücken. Aber an einer Überwachungsstation ist er gerade vorbeigelaufen. Direkt gegenüber quasi, ne? Also. Ne, oben. Die ist oben, die Überwachungsstation, an der er vorbeigelaufen ist. Die da oben, wieso bei uns steht, dass du die Neck getötet hast? Richtig. In dem Raum, vor der, wo du gerade eben zerstört hast, ist oben auf deinem Plateau eine. Ah, jetzt ist wieder alleine. Ja. Das war geil. Oh, auf dem Plateau sind Gegner. Was habe ich gemacht? Charge von unten! Hat funktioniert, ich bin offen. Das war mal genial, die Abkleidung. Oh oh. Ich würde erst die Gegner alle ausschalten. Ich weiß gar nicht, muss man da noch. Mutter, ein Fremdling nähert sich. Kommt da noch mehr? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe jetzt nur der eine Roboter, der mit dem. Zwei Stück rauskam, aber sonst. Wer seid ihr? Mein Name ist unwichtig, wenn ihr tot seid. Ja, nee, das war's dann schon. Nicht so leicht einschüchtern, Kind. Mein Sohn ist zwar noch ein Akku. Muss nicht noch hoch? Aber ich oder so? Nein, du musst, wenn du den einen Roboter ausgeschaltet, kannst du dir den Energiekern nehmen aus diesem Schwebefeld. Okay. Da ist in der Mitte der Neutralisator-Krams. Okay, und dann war's das. Ja. Wir können dann gleich mit der Schnellreise zurück zur Mauer. Es ist klar, dass wir euch nicht ebenbürtig sind. Wenn wir sterben müssen, sagt mir, was haben wir getan, um den Tod zu verdienen? Ich töte euren Sohn, um euren Ehemann zu verwunden. Mutter, wenn ich das Ziel bin, bring dich in Sicherheit. Ich möchte nicht, dass du stirbst. Mein Sohn, du musst dich für niemanden opfern, nicht einmal für mich. Du musst am Leben bleiben. Attentäter, ihr habt euch einen Weg in die privaten Gemächer Lord Grathans gebahnt, um einen Jungen zu töten. Ihr seid hier, was ist da drin? Irgendwie so eine Mission. Aber das ist blau, ist das nicht das, was von uns ist? Ich helfe euch stattdessen, Lord Grathan zu vernichten. Wenn du die Quest auch hast, dann ist es grün. Ihr wollt, dass ich euren Ehemann töte? Was für eine pflichtbewusste Gattin ihr doch seid. Ich habe Lord Grathan der Macht wegen geheiratet. Er war ein Mittel zum Zweck und nun hat er ausgedient. Ich bin stark, aber an meinen Ehemann reiche ich nicht heran. Wie lange habe ich schon darauf gewartet, dass jemand seine Tyrannei beendet? Ich höre aufmerksam zu. Ein verschlagener Plan nimmt Form an. Vor langer Zeit wurde mein Ehemann fast enthauptet. Nun kann er ohne seine Hellmaske nicht überleben. Jeder weiß das. Tötet Lord Grathan. Mein Sohn wird die Maske tragen und seinen Platz einnehmen. Er wird öffentlich um seinen ermordeten Sohn trauern. Niemand wird etwas merken. Was springt für mich dabei heraus? Zusätzlich zu eurem Erfolg bei eurem Auftrag belohne ich euch entweder mit Credits oder gebe euch einen mächtigen Gegenstand. Ihr habt die Wahl. Ich ziehe den mächtigen Gegenstand vor.
Hervorragend. Ihr werdet es nicht bereuen. Lord Gratan hat den Tod verdient. Wir haben gerade mal halb zehn. Könnt ihr die Geheimkammer Lord Gratans betreten? Kommt mir irgendwie viel später vor. Dort finden. Nachdem ihr Lord Gratans jämmerliche Existenz ausgelöscht habt, bringt mir seine Helmmaske. Sorgt lieber dafür, dass mich keine Überraschungen erwarten, wenn ich zurückkehre. Ich bin sicherlich nicht daran interessiert, jemanden zu erzürnen, der derart tödlich ist. Außerdem habt ihr mir einen großen Dienst erwiesen. Hütet euch vor Lord Gratan. Es gibt nur wenige, die derart eins mit der dunklen Seite sind wie er. Das klingt gar nicht gut. Du musst jetzt noch mehr Sachen machen. Also wer die ganze Geschichte sehen möchte, der muss natürlich jetzt bei Imperator auf dem Kanal vorbeigucken. Ein unerwarteter Gast. Na endlich. Weil wir haben ja jetzt nur so Ausschnitte von der Quest ohne Zusammenhang. Ich habe eure mörderischen Absichten schon in dem Moment gespürt, als ihr in meine privaten Gemächer eintratet. Euer ungeschützter Geist verrät mir außerdem eure Komplizin. Meine ach so liebende Frau. Sie schickt die liebsten Grüße. Selvanta nutzt jeden aus, mein Kind. Sie ist besessen von Macht. Gerade das hat mich anfangs so betört. Doch es amüsiert mich längst nicht mehr. Ich bin der Tod, mein Kind. Kommt, gebt euch der Dunkelheit hin. Halt die Klappe. Erledigt. Oh, ist da noch ein Raum? Nein. Na, ja, am Chille. Wir warten jo. Alle nur auf dich. Ja, ich hab der Quest Block Nummer. Ja, ich habe den Tod meines Ehemannes gespürt. Lord Gratan ist nicht mehr. Welche Freude, sich auszumalen, dass er litt. Er selbst hat es nicht genossen. Er schrie wie ein geprügelter Cath-Hund. Mutter, was bedeutet das? Werde ich wirklich zum Herrn dieses Hauses? Du wirst seine Maske tragen und seine Identität annehmen. Aber du bist noch nicht bereit für die Herrschaft, mein Lieber. Die Stimme gehört dir, aber die Worte sind meine. Ich habe lange auf den Tod meines Vaters und den Anspruch auf seine Macht gewartet. Ja, heute ist ein großer Tag. Ihr habt uns gute Dienste geleistet. Ihr schuldet mir euer Leben. Unser Leben, ja. Und ich habe euch einen speziellen Gegenstand versprochen. Ich mag eine Sith und eine Dame eines abtrünnigen Hauses sein, das sich dem Rat der Sith widersetzt. Aber ich halte mein Wort. Um des Scheins willen seid ihr hier immer noch nicht willkommen. Aber seit heute sind mein Sohn und ich eure geheimen Verbündeten. Aber seht zu, dass das ein Geheimnis bleibt. Keine Angst. Es wäre eine Katastrophe für mich, würde dieses Geheimnis enthüllt. Und nun verlasst mich. Ich habe viel zu tun, nun da ich über das Haus Gratan herrsche. Weiter geht's. Muss ich hier noch was machen? Ich krieg doch hier irgendwo was gezeigt. Ja, ich kann's Beton zeigen.
Und hoch. Im Bar. Also, super Abkürzung. Oder oh, das war's dunkelblaues. Warte, ich komm mit hoch. Ich will das dunkelblaue auch. Jo. Wow. Nichts Besonderes. Ein Scharfschützengewehr, ein balmorianisches. Haben wir den Aufzug verpasst? Ich würde sagen, wir folgen einfach den Leichen. Und wir sammeln sie vorher ein. Erfolg abgeschlossen. Sache. Okay. Perfekt. Ich bin überrascht, dass ihr noch lebt. Ist es erledigt? Ist Grathans Sohn tot? Ihr seid ein herablassender Schwätzer, Ball. Ihr geratet viel zu leicht in Rage. Grathans Sicherheitskräfte müssen miserabel sein, wenn ein plumper Dickkopf wie ihr so einfach in seine Gemächer spazieren und seinen Sohn töten konnte. Euer leeres Gerede amüsiert mich. Mein Lichtschwert wird euch das Lachen austreiben. Es ist gut für meine Tarnung, den Mörder von Grathans Sohn zur Strecke zu bringen. Baras kann euch ja leicht ersetzen. Ihr seid mir ja ein feiner Schurke. Oh, ihr wisst noch gar nichts. Ich könnte es leicht allein mit euch aufnehmen, doch ein kluger Mann nutzt jeden Vorteil. Und ich bin ein kluger Mann. Eindringling! Der Eindringling ist hier! Alle Mann zu mir! Angriff! Gleich geht's besser. Ich hab noch ein anderes Fahrzeug. Wir können endlich zur Mauer zurück. Ah. Schnell, Reise, Mauer. Wir müssen mit der Herzogin wieder reden. Und danach haben wir die Quest unten bei den Revanitern.
Ich habe auch so ein Ding wie du. Nice. Am machst du heute mal den Schwinger, Imbi? Welche sind mir verkehrt? Wieso? Wir haben doch hier erst noch eine Quest abzugeben. Warum? Hey. Ja. Seid ihr alle schon auf den Gleiter gehupst? Nein. Also die eigene. Ich hörte, dass auf Gratans Anwesen so einiges los war. Nicht viele marschieren da so einfach rein und raus. Aber ich sehe meine Jungs nicht. Sagt mir, was ihr vorgefunden habt. Gratan hat Experimente mit ihnen gemacht. Sie in Maschinen verwandelt. Maschinen? So. Ich hörte Gerüchte über Gratans widerwärtige Methoden und ich habe einen starken Magen, aber dennoch, mir ist übel. Ich hatte gehofft, alles würde gut enden. Wie dumm ich doch war. Sie haben nicht gelitten. Dafür habe ich gesorgt. Es war das Mindeste, was ich tun konnte. Wirklich? Ich weiß das zu schätzen. Es musste wohl sein. Ihr habt die Informationen beschafft, die ich haben wollte, und euer Geld verdient. Nehmt es. Ein paar Credits werden Ihnen nicht fehlen. Jetzt muss ich Ihre Familien benachrichtigen und Ihre Habe nach Hause schicken. Dann brauche ich neue Rekruten. Vielleicht werden eure neuen Rekruten fähiger sein. Ansonsten freut Lord Gratan sich bestimmt über Nachschub. Ihr wagt es. Schon gut. Vergesst es. Ihr seid so böse. Was? Niemals. Bei dem können wir jetzt Sachen verkaufen, die wir nicht brauchen, ne? Ja. Gar nicht, was das alles ist. Auslassrohr. Umwelt abklingen. Einfach immer als erstes unten beim Händler alles reparieren und Schrott verkaufen klicken, dann ist schon mal der größte Mist weg. Scharfschützengewehr. Haupthand. Da kann ich eh nichts mit anfangen, würde ich behaupten. Leben Sie wohl. Ah, jetzt also ein Moped. Ja, gefunden. War in meinen Dings drin. Mein. Unter P halt. Ja,